Und da ist wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Pilz Live. Ich bin's wieder, Martin. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Und ja, wir haben uns ja gestern dem Quiz gewidmet zum Thema Fluglotsen-Online-Test. Und ich fand es eigentlich recht cool, es kam auch recht gut bei euch an. Und deswegen, wir haben ja noch ein paar Tests vor uns, um zu schauen, ob wir dafür geeignet sind oder nicht. Weil es bringt euch eigentlich nichts, wenn ihr nur in einem sehr gut seid, beziehungsweise gut. Wir haben ja relativ gut abgeschnitten bei dem Quiz, muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch echt Spaß gemacht. Wir werden uns heute in dieser Folge mal dem Bereich Vectoring widmen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Vielleicht, dass man irgendwelche Flugzeuge vektoren muss. Wer hätte das gedacht? Genau, ich bin mal recht gespannt. Wie gesagt, ihr könnt den Test auch immer gerne von zu Hause mitmachen. Schreibt mir gerne mal unten euer Ergebnis mit rein, je nachdem, ob es ein Ergebnis ist, gibt oder wie ihr mit dem Test klargekommen seid. Und von dem her will ich jetzt wieder gar nicht so viel reden. Wir fangen jetzt einfach mit dem Test an und schauen den uns an. So, ich bin mal gespannt. Es gab übrigens unter dem Video, bevor ich jetzt anfange, ein paar Kommentare. Moment, ich muss mal ganz kurz hier meine Facecam ein bisschen rüber machen. So. So, dann könnt ihr auch alles sehen. Unter dem alten Video gab es ein paar Kommentare, dass ihr ein Problem habt, den Test mit Google Chrome zu öffnen. Das habe ich tatsächlich auch. Ich mache es deswegen mit dem Internet Explorer. Da sollte das alles gut funktionieren, aber schauen wir mal. Wir sehen schon Countdown 5 Minuten, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich nicht so lang gehen wie die andere. Die war schon länger, als ich gedacht habe. You have to control the aircraft to keep it flying inside the tube for 5 minutes. Also wahrscheinlich innerhalb des Dunkeln hier. Wir sehen hier so einen Kompass außenrum, beziehungsweise so Headings. Select an aircraft on the left hand side of the circle with your mouse. The aircraft will then turn white and choose a new heading on the scale. Whenever you fly outside the tube, it will count as a mistake. If the aircraft leaves the circle, this will count as 50 mistakes. And the aircraft will disappear. Each instruction you give is counted. Press start to begin. Okay, 50 Mistakes wären natürlich fatal. Ich denke, auch in der richtigen Prüfung wäre das ein absolutes No-Go. Das gebe ich euch auch mal als Tipp. Versucht am Anfang euch erstmal, ihr habt jetzt keinen Stress. Ihr könnt euch das alles gut angucken. Finde ich auch immer sehr gut, wenn ihr davor die Möglichkeit habt. Schaut euch das wirklich alles im Detail an. Dass dann, wenn es losgeht, dass ihr komplett schon bei der Sache seid. Wir haben hier BER201, das ist dieses Viereck hier. Fliegt wahrscheinlich nach oben, weil hinten diese X sind. RYR, die Ryanair 8093 fliegt da. Und wir können wahrscheinlich hier switchen. Okay. Okay, schauen wir mal. Genau, wir müssen dann eins auswählen und den dann innerhalb von dem Ding behalten. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es bei zwei Fliegern bleibt, weil sonst wäre es relativ easy. Ich weiß auch nicht, wie schnell das geht. Schauen wir mal. Instructions, wahrscheinlich so viele Kommande bzw. Befehle ich wie den gebe. Ich glaube auch, desto weniger, desto besser. Aber steht ja hier oben nichts Schlechtes mit dabei. Mistakes versuchen wir mal so wenig wie möglich. Ihr könnt ja mal mit reinschreiben, wie viele Mistakes ihr hattet unter die Kommentare. Aber wir schauen uns jetzt erstmal 5 Minuten das an und ich versuche dabei so ein bisschen was noch mit zu erzählen und zu reden. Und wir schauen mal. So, Countdown. Ah, da bewegen sie sich. Ah, genau, in die Richtung. Ja. Und wir können hier switchen. Genau, wir können hier auf BER. Den machen wir mal nach 40. Fliegt der jetzt nach 40 Grad? Ja, tut er tatsächlich. Okay, Spiel verstanden. Wir müssen die da drinnen behalten und müssen den beiden immer Anweisungen geben. Okay, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt, sowas. Aber man lernt ja nie aus, ne? Und ich denke auch für Piloten ist das Ganze ganz cool, weil da halt auch multitaskingfähig sein muss und alles. Und ja, da ist halt das Wichtige, dass du alles im Auge behältst und ja, dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Den da unten lassen wir gleich mal nach unten fliegen, dann stört er uns nicht mehr und den machen wir gleich mal nach rechts auf 90 Grad. Den da oben. Zack. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass wenn ich hier drauf klicke, dass der da unten grün ist und der weiß bleibt. Und wenn ich hier drauf klicke, dass der da oben grün ist und der da unten weiß bleibt. Bisschen verwirrend, aber vielleicht soll das ja auch so sein. Vielleicht muss das ja so. Soll uns jetzt nicht so arg stören. Den schicken wir gleich mal auf Kurs 130 und die Ryanair-Maschine kommt mal auf Kurs 270 gleich. Jetzt. So, also ich sehe da jetzt noch keine große Schwierigkeit drin, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch nicht alles.
Aber wir haben schon... da kommt die DHL. Jetzt haben wir schon 3 Flugzeuge, worauf wir achten müssen. Und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen... Ja, ihr müsst 3 Flugzeuge beachten und dann müsst ihr auch immer genau wissen, worauf ihr klickt und alles. Deswegen schicken wir dich jetzt mal auf 90, dass du wieder nach da fliegst. Die Ryanair fliegt ja eh schön auf 270er Kurs. Und die DLH machen wir dann mal auf 40er gleich, aber erst wenn die um die Ecke rum ist, ganz entspannt. Die fliegen jetzt erstmal und dann lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Die Ryanair können wir vielleicht mal auf Kurs 310 bringen, dass die schon mal so schräg hochkommt. Versucht immer ein bisschen vorzuarbeiten, so gut wie es geht, sage ich mal dazu. Weil dann habt ihr immer weniger Stress. Den schicken wir auf 130er Grad, den Berliner. BER bedeutet wahrscheinlich irgendwas anderes, aber keine Ahnung, bei mir ist es der Berliner und fertig. Die Ryanair-Maschine fliegt jetzt mal auf Kurs 360, bitte erstmal nach oben die Kurve. Der Berliner fliegt da runter und die DLH-Maschine lassen wir erstmal nach oben weiterfliegen. So, Ryanair, mal bitte auf Kurs 300. Und sonst, die fliegen ja schön. Wenn du einmal so einen Kurs hast, so eine Richtung, dann kannst du die ja erstmal in Ruhe fliegen lassen. Und beobachten, sage ich jetzt mal. Die Ryanair-Maschine fliegt mal bitte auf, 290er. Und die DLH-Maschine fliegt jetzt mal bitte auf 120er Kurs. Da kommt das vierte Flugzeug. Und wir haben noch 2 Minuten. Der Berliner fliegt jetzt mal auf 180er bitte. DLH haben wir eh schon geklärt auf 120. Macht irgendwie Spaß. Also irgendwie probiert es auf jeden Fall mal aus. So, Berliner fliegt jetzt mal auf 230 darunter einfach. Die DLH haben wir schon auf 120er Kurs, das passt. Machen wir mal auf 130, ein bisschen schräger. Didac planen wir schon mal vor auf 180, das hätten wir auch ein bisschen später machen können. Aber jetzt stört uns da unten ja nichts, deswegen kann die schön auf 180er runterfliegen. Wir haben noch 1 Minute 24. Bisher 0 Mistakes. Die Ryanair schicken wir gleich nach oben. So, Ryanair, du fliegst jetzt mal auf 360, die fliegt jetzt auch erstmal schön weg. Didac clear mal gleich auf 270er Kurs. Ich bin irgendwie voll in meinem Element. Keine Ahnung, mir macht das mega Spaß gerade. DLH machen wir mal auf 90, die fliegt mal ein bisschen weiter nach rechts, nach Osten. Also ich kann es euch nur empfehlen, probiert es auf jeden Fall mal zu Hause aus. Macht mega viel Spaß. Und ja, ihr seid auf jeden Fall gefordert. BER fliegt jetzt mal runter auf 180er Kurs. Die Ryanair da links fliegt erstmal weiter da. Die DLH klären wir mal auf 130, dass sie mal nach unten fliegt. BER haben wir eh schon gemacht. Didac fliegt auch gerade ihre Kurve. Das passt. DLH haben wir auch auf 130, genau. Ryanair, immer wieder durchgehen. Das ist wieder Instrumentencheck. Immer wieder durchgehen. So, Ryanair, dich klären wir mal auf 40er Kurs. Passt. Didac, du fliegst mal wieder auf 360 hoch. Danach kommt der Berliner wieder. Und DLH kriegen wir auch gleich. Wir haben noch 10 Sekunden. Ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Von dem her, mit 4 Flugzeugen geht es nur ganz so noch. Ich dachte, da kommt jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr. You made 0 mistakes and needed 25 instructions. Ich glaube, wir hätten vielleicht ein bisschen weniger Instructions nehmen können. Bin ich mir aber tatsächlich nicht ganz so sicher. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie viele Mistakes ihr gemacht habt. Und wie viele Instructions ihr gebraucht habt, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es auch mit weniger geht. Ich dachte, ich wusste jetzt nicht, dass man auch so arg auch darauf achtet. Klar, da rechts war ein Zähler. Aber ich denke mal jetzt nicht, dass es so arg schlimm ist. Hauptsache Zero Mistakes, das ist schon mal gut. Wir sind gut im Rennen dabei, im Quiz gut abgeschnitten. Und jetzt hier bei Vectoring auch. Also man merkt wirklich den Unterschied zwischen 2, 3 und 4 Fliegern. Immer wenn mehr dazukommt, wird es ein bisschen mehr. Aber ich hätte mir noch erhofft, dass vielleicht noch so 1, 2 Flieger, vielleicht sogar 3 für ein bisschen wirklichen Stress, in Anführungszeichen, dass noch 3 Flieger dazugekommen wären. Das wäre dann nämlich, glaube ich, ein bisschen anstrengend geworden. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal wieder zurück. 25 Instructions merken wir. Wir haben Quiz abgeschlossen und Vectoring. Da kommt auch schon unser Flieger. Als nächstes werden wir, denke ich mal, Pushing Tin machen oder Left and Right, je nachdem. Wir haben noch 4 Sachen vor uns und ich hoffe, dass wir da gut abschneiden. Und von dem her bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Einschalten. Lasst vielleicht ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Test auch wieder mit dabei seid. Und von dem her bis zum nächsten Mal und tschüss.
dream. And all you keep on saying is how this music made us change. And